Heute stellen wir den Inhaber von TSB Elektronik vor, Thomas Sannabrohl. Thomas, wie ist es denn überhaupt zur Gründung von TSB Elektronik gekommen? Schon in der frühesten Jugend habe ich mich für Technik interessiert und habe dann Elektronikerlehre gemacht. Im Anschluss wollte ich es dann noch ein bisschen genauer wissen, habe dann Elektrotechnik studiert. Und in der Folge war ich dann einige Jahre als Betriebsleiter in einem Unternehmen tätig und habe dann 2004 eine neue Herausforderung gesucht. Und seitdem können wir jeden Tag kleine oder größere Projekte verwirklichen. Was ist denn für dich ein kleines und was ein großes Projekt? Ein kleines Projekt ist zum Beispiel eine Reparatur von einer Maschine oder einem Gerät, wo es eigentlich keinen Ersatzteil mehr gibt oder keinen Support vom Hersteller. Und in vielen Fällen können wir dann dieses Gerät nochmal reparieren. Größere Projekte sehen wir hier teilweise für verschiedene Branchen bzw. sogar branchenunabhängig. Für Veterinärmedizin einige Geräte, für Humanmedizin, für Automobiltechnik bis hin zur Elektrogeräte für die Bundeswehr produzieren wir alles. Darüber hinaus in den letzten Jahren noch einen neuen Schwerpunkt entwickelt, die Melk- und Stahltechnik, wo wir eigentlich Marktführer geworden sind in der Region. Und zusätzlich sind wir zum Kälberspezialisten geworden und verkaufen hier gute Technik für gute, tiergerechte Kälberhaltung. Das klingt nach einem ziemlich umfangreichen Aufgabenspektrum. Welche Berufe sind denn bei TSB Elektronik vertreten? Hauptsächlich haben wir Elektroniker und Mechatroniker. Wir haben natürlich auch eine Buchhaltung und haben auch Vertriebsaufgaben, die wir bewältigen müssen. Derzeit haben wir 20 Mitarbeiter und wir wachsen stetig weiter. Und diese Mitarbeiter lernen wir jetzt mal kennen.